Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sony PlayStation Classic. Alle weiteren Informationen zu dieser Konsole und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Konsole und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sony PlayStation Classic, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist eine Neuauflage des originalen Klassikers der PlayStation. Das originale Teil ist 1994 erschienen und lange Zeit danach, im Dezember 2018, erschien dann dieses Teil hier, die PlayStation Classic, so nennt sich das. Wir haben hier im damaligen Design, nur eben kleiner von der Größe her, die PlayStation mit drin. Controller ist natürlich auch mit dabei und dann lesen wir hier noch oben links 20 Games preloaded, also 20 vorinstallierte Spiele sind auch mit dabei. Auf der rechten Seite oben gibt es noch das PlayStation Logo, Sony PlayStation, PlayStation Classic und dann haben wir hier noch die Altershinweise. Also wir haben hier diverse und zwar einmal 15+, einmal USK 16 und einmal PEGI 18. Ja, also alles hier mit dabei, somit wenn man die anderen zwei jetzt hier mit diesem dann quasi außer Kraft setzt, weil 18er ist natürlich der härteste. Somit ist das Ganze hier ab 18 Jahren freigegeben. Hier auf der Seite haben wir einerseits mal die Infos, was sich da so befindet, beziehungsweise was die Konsole so mit sich bringt. Hier auch nochmal ein Warnhinweis, in diesem Fall auf Französisch. PlayStation Classic. Auf der linken Seite der Lieferumfang, also PlayStation Controller und Kabel. Und auf der Rückseite haben wir dann die enthaltenen Spiele. Und zwar lesen wir hier, hol dir 20 der besten Spiele für die PlayStation-Konsole bereits geladen und bereit zum Spielen. So, was haben wir hier mit dabei? Wir haben hier mit dabei Battle Arena, Toshinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy 7, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld, Apes Odyssey, Rayman, Resident Evil Director's Cut, Revelations, Persona, Ridge Racer, Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal und Wild Arms. Ja, also ich gehe mal davon aus, viele dieser Spiele oder zumindest ein paar davon sind den meisten ein Begriff. Also sind auf jeden Fall absolute Klassiker mit dabei. Dann haben wir hier noch die Infos und die technischen Details. Okay, und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, wir machen hier einfach mal diesen Siegelsticker auf. Und dann können wir das Ganze hier vorne einfach aufklappen. So, und dann schauen wir mal, was wir hier so zutage fördern können. Also, die Box ist nun leer und jetzt gibt es hier eine weitere Box, die zum Vorschein kommt. Und zwar ein weißer Karton, der hier mit dem PlayStation Logo gebrandet ist. Ansonsten ja, relativ unauffällig. Hier gibt es noch einen Sticker und hier nochmal die Infos. Okay, so natürlich machen wir noch diesen Karton auf. Einmal die Lasche rausziehen. Und dann haben wir hier scheinbar einen weiteren Karton, aber hier schlussendlich dann der Inhalt endlich mit dabei. So, auch hier machen wir wieder zu. Schauen wir uns an. So, als erstes haben wir hier einmal eine Gebrauchsanweisung. PlayStation Classic Instruction Manual kommt hier in Folie. Ja, die erspare ich euch jetzt mal. Also ich glaube, es ist ziemlich selbsterklärend, wie das Ganze zu bedienen ist. Dann haben wir hier die PlayStation Classic. Wie gesagt, sie ist deutlich kleiner als ihr originaler Vorgänger. Man sieht's, die ist deutlich geschrumpft seit damals. Holen wir direkt mal aus der Folie raus. So, dann geht's weiter. Wir haben hier so eine Etage, die wir hier aufmachen können. Moment. Jetzt sollten wir, genau, das Ganze hier rausheben können. So, was haben wir hier? Kabel Nummer 1. Controller Nummer 1.
Controller Nummer 2 und Kabel Nummer 2. So, dann packen wir auch diesen Karton hier mal zur Seite. Also, was haben wir hier? Die Konsole auch mal weg. Controller. Und Kabel. Opa. Gut, jetzt haben wir den gesamten Boxinhalt entnommen und auch aus der Folie befreit. Aber ich würde sagen, wir starten als erstes mal mit der Konsole an sich. Das ist sie, die PlayStation Classic. So sieht das aus. Also wie gesagt, die ist, wenn man jetzt den Controller hier als Vergleich daneben legt, ja, etwas größer als ein Controller und somit deutlich kleiner als das Original aus dem Jahr 1994. Wir haben hier zwei Anschlüsse. Memory Card ist in diesem Fall hier zu, also man kann hier wirklich nur die Controller anstecken. Der Memory Card Slot ist, glaube ich, hier nur ja, aufgemalt, aufgedruckt, aber nicht zu verwenden. Oben das klassische Design, hier hätte man die CD dann eingelegt und dann haben wir hier Reset-Knopf, Power und Open. Open-Knopf bewirkt in diesem Fall nichts. Das Ganze ist ja hier wirklich ein abgeschlossenes System und entsprechend verschlossen. Und wir haben die Spiele ja schon drauf, also man kann hier keine CDs einlegen, keine Spiele-Discs. So, auf der Seite, auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier einen HDMI-Eingang und einmal dieses Kabel hier für die Stromversorgung. An der Seite hier die Schlitze und von unten sieht das Ganze so aus. Und dann haben wir zugehörig natürlich die Controller. Die sind, glaube ich, unverändert. Also jedenfalls fällt mir nichts auf. Die sehen noch genauso aus wie damals. Knöpfe, Anordnung, Design, hier dieses Grau und Dunkelgrau. Ja, ich glaube, da hat sich seitdem nichts getan. So sehen die aus. Made in China. Grüße gehen raus. Kabel natürlich. Hier vorne dann mit dem Anschluss. Wie gesagt, kann man dann hier entsprechend anstöpseln, einen oder natürlich auch zwei. So, einen zweiten Controller haben wir natürlich auch mit dabei. Der ist ident wie auch schon der erste, somit hier kein Unterschied. Dann kann man alleine oder eben auch zu zweit spielen. Und dann haben wir noch zwei Kabel. Einmal dieses hier, ein USB-Kabel. Das ist, wie gesagt, das Kabel, um die Konsole mit Strom zu versorgen. Bedeutet, wir brauchen hier noch einen USB-Adapter für die Steckdose zum Beispiel. Und dann kann man hier den hier hinten reinmachen. Somit hat das Ding dann Strom. Und um das Ganze dann mit dem Fernseher zu verbinden, haben wir dann hier noch ein HDMI-Kabel. Geht hier hinten rein. Und natürlich in euren Fernseher, in euren Bildschirm, was auch immer, um das Ganze dann sichtbar zu machen. Jawohl, das und eben auch noch hier die Gebrauchsanweisung. Wie gesagt, die erspare ich euch jetzt im Detail. Ja, also wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box der PlayStation Classic befindet. Einmal die eben gezeigte Konsole, wie gesagt, stark geschrumpft. Es ist übrigens die 8. Konsole der Marke PlayStation. Dann haben wir hier die Gebrauchsanweisung. Die ist recht umfangreich. Kabel, das HDMI-Kabel. So wie auch hier das USB-Kabel, das Stromkabel und natürlich die beiden Joysticks, die beiden Joypads, die beiden Controller. Einmal, zweimal im Retro-Design hier in Grau und Schwarz. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box PlayStation Classic von PlayStation. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Konsole bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr PlayStation unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.